Ein grauer Tag steht vor der Tür. Trotzdem spielen die Kleinen draußen. Die Großen gehen einkaufen, als sollte es für die Ewigkeit reichen und nicht nur für ein Wochenende. Es ist Samstag, der 28. Januar. Hoffnungen sind da. Sonntagsgedanken. Auch die Kinder sind vergnügt und haben nur noch eine Turnstunde vor sich. Es verspricht ein fröhlicher Tag zu werden. Jedenfalls für die meisten Menschen auf den Straßen dieser Stadt im Ruhrgebiet. Für einige allerdings nicht. Unter ihnen der Zahnarzt Alfred Hegenköpfer, der Rohrdreher Wolfgang Matusek und der Schüler Dieter Pahl, hier in der Friedensschule in Essen. Durch alltägliche Begebenheiten verkettet sich das Schicksal dieser drei Personen zu einem Fall. Zum Fall des Dieter Pahl. Dieter, 12 Jahre alt, wird an diesem Nachmittag um 16.20 Uhr sterben. Um nichts. Um rein gar nichts. Eines Leichtsinns, einer Fahrlässigkeit wegen. Ein amtlicher Vorgang entsteht. Eine Akte. Zeichen 211 km kleines s 50-67. Der Film versucht, die authentischen Vorgänge zu rekonstruieren, die menschlichen Hintergründe aufzudecken, die Fehler. Der Wagen des Hegenköpfer setzt sich in Bewegung, um in Richtung Stadtmitte zu fahren. Die Sprechstunden sind vorüber, der Zahnarzt sehnt sich geradezu nach seinem gewohnten Schaufensterbummel. Diesmal mit seiner kleinen Nichte. Außerdem ist Vorkarnevalszeit. 15.30 Uhr. Wolfgang Matusek hingegen hat es eilig. Der Wagen ist kurzfristig geliehen, da es bei der Tante etwas Dringendes zu erledigen gibt. Die 81-Jährige hat ihn überraschend zu sich gebeten, deshalb weiß er nicht. Auch das noch. Außerdem wartet seine Verlobte. Es kommt wieder mal alles zusammen. 15.40 Uhr. Frau Pahl, Dieters Mutter, hat an diesem Nachmittag ebenfalls kleine Sorgen. Es geht um ein Möbelstück, das sie ohne Wissen ihres Mannes anzahlte. Sie hat also besonderen Grund, den heutigen Nachmittag mit viel Liebe vorzubereiten. Der Vater, Betriebsmeister bei der Bundesbahn, mag keine Ratenzahlungen. Vor wenigen Minuten kam er nach Hause, rechtschaffen müde. Zur gleichen Zeit befindet sich Dieter im Keller, sein Hobbyraum. Er wollte sein Fahrrad reparieren, glaubt Mutter Pahl. Matusek jedoch ist wirklich aktiv. Die Überraschung der alten Dame bestand im Anbringen einer neuen Deckenlampe. Nur ganz kurz, wie sie sagte. Matusek ist nur Laienelektriker. Die Folge? Ein Kurzschluss unterbricht sein Helfenwollen. Der Zeitplan gerät durcheinander. Eine neue Sicherung ist nicht vorhanden.
der Nachbarn das helfen. Vielleicht der Hausmeister. Aber auch der ist nicht zu Hause. Kurz entschlossen begibt sich Matusek zu dem einzigen Freund, der jetzt noch helfen könnte. Seine Aussage darüber, Moment mal, hier, mich beunruhigte die eine Tatsache, dass meine Tante Frau Wohlgemuth ein Viertel vor fünf ihr Kaffeekränzchen erwartete. Herr Hegenkötter ist im Begriff, die Konditorei Overbeck zu verlassen. Ein Zufallstreffen mit einer Patientin hätte sicher länger angedauert, wenn nicht von draußen die kleine Nichte gedrängt hätte. Peters Vater vergaß auf dem Heimweg Zigaretten einzukaufen. Er hat nur ein 5-Mark-Stück. Und da der Automat nebenan nicht wechselt, muss Dieter die Zigaretten in der Gastwirtschaft holen. Im Tönnchen, Ecke Hillriegelstraße, etwa 200 Meter entfernt. Straße, Karl-Thron-Straße, ist eine schmale Nebenstraße. Sie ist für den zweispurigen Verkehr zugelassen. Der Verkehrssicherheit wegen besteht für beide Seiten Halteverbot. An diesem Sonnabend aber tankt auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite überraschend ein Pkw. Sein Kennzeichen? Ein Luftballon. Vergessen von seinem Besitzer, der bei Abstellen des Wagens betrunken war. Dieses Amateurbild lag dem Gericht noch nicht vor, als er aussagte. Veranlasste Sie im Bereich des Halteverbots zu parken? Tja, also hatten Sie alkoholische Getränke zu sich genommen? Nein, wir waren sehr lustig, meine zwei Bier vielleicht und dann. Wann haben Sie denn das deutlich angebrachte Verkehrszeichen Halteverbot nicht gesehen? Ich war das erste Mal in der Straße und ich wollte auch eigentlich gleich wieder sitzen. 16:10 Uhr. Dieter ist überrascht, vor der Gaststätte seinen Schulfreund Werner zu treffen. Auch Werner besitzt ein Fahrrad, ein funkelnagelneues. Eigentlich das, von dem Dieter Weihnachten heimlich träumte. Hegenkötters Wagen zeigt eine. Die Kleine ist unruhig. Ihr Grund? Als junge Sportlerin will sie unbedingt die Übertragung der Hallenhandball-Weltmeisterschaft sehen. Im Protokoll steht zu lesen, nur dem Umstand, dass ich meiner Nichte die Fernsehsendung ermöglichen wollte, ist es überhaupt zuzuschreiben, dass ich meine übliche Fahrtstrecke abänderte. Ich wollte Zeit gewinnen. 16:17 Uhr. Mit überhöhter Geschwindigkeit fährt Matusek in die verkehrsleere Merkelstraße ein. Wieder ist Dieter entwischt. Noch eine schnelle Runde. Die letzte. 16:19 Uhr. Matusek jagt die Ehlersstraße hinein. Ein Hindernis taucht auf. Da, der Falschparker versperrt die Fahrbahnseite. Die Straße wird plötzlich eng. Matusek setzt zum Überholen an. Zu spät erkennt er den auf ihn zukommenden Pkw hinüberlässt. Statt abzubremsen und den entgegenkommenden freie Fahrt zu lassen, zwängt er sich durch. Reißt das Steuer nach rechts und... Dieser Fall war sofort tot.
Was bleibt, sind Akten. Sind Schuld und Leid und Reue. Zu spät für Diebe. Zu spät für viele, viele namenlose andere. Verkehrstote eines Monats in dieser Stadt. Der 26. war Dieter Park.